So, herzlich willkommen. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist seit langer, langer Zeit mal wieder ein in Anführungsstrichen richtiges Limp Bizkit-Video erschienen. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe natürlich gleich Manu Bescheid gesagt. Mein guter alter New Metal Podcast-Kollege und Betreiber des YouTube-Kanals, mein Gott, siehst du, ich bin eingerostet, von Galvan Music heißt du, glaube ich, bei YouTube, ne? So ist es. Gut. Manu, hallo, wie geht's dir? Hi, Sönke. Ja, eigentlich ganz okay, ein bisschen erkältet mal wieder. Die Stimme ist ein bisschen am Abkacken, also wenn das ein oder andere Mal meine Stimme noch seltsamer klingt wie sonst, das liegt daran. Aber wenn Limp Bizkit was veröffentlichen, dann lasse ich mich da natürlich nicht zweimal fragen. Da bin ich am Start, dann analysieren wir, dann labern wir drüber. Dafür geht's mir immer gut genug. Wie geht's dir? Ja, ich habe also erstmal großes Danke an dich, dass du dir jetzt quasi wie Fred Durst zu seinen besten Zeiten nochmal eben Hustensaft oder was weiß ich was oder Tee reingepfiffen hast, um jetzt hier im Podcast von mir aufzunehmen. Ich weiß, dass es dir momentan ja nicht so gut geht und deswegen ist es auf jeden Fall cool, dass du am Start bist. Mir geht es soweit auch ganz gut. Ich war heute erschrocken, weil unser New Metal Podcast hat ja auch so ein bisschen mit Still Sucks so angefangen, also mit dem Limp Bizkit Still Sucks Album. Und das ist irgendwie krass, dass alleine jetzt schon wieder das Album schon wieder weit über ein Jahr her ist, ne? Ja, ich find's auch heftig, ey. Weit über ein Jahr krass. Schon wieder. Die Zeit rennt. Ich meine, du hast in der Zwischenzeit irgendwie, was weiß ich, da, was man dann wieder alles gemacht hat. Und naja, aber gut. Kommen wir einmal zu Out of Style. Nur eben ganz kurz für die Leute, die uns jetzt zuhören und die jetzt vielleicht nicht immer total up-to-date sind. Also Limp Bizkit haben heute anderthalb Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall einen über ein Jahr alten Song als Single rausgebracht, beziehungsweise als Musikvideo und haben mit sogenannter Deepfake-Technologie, also halt so Face-Swapping, Face-Change und so weiter, was man auch so ein bisschen von irgendwelchen Apps und so kennt, haben sie halt ein Musikvideo rausgebracht, wo in Anführungsstrichen Diktatoren, Politiker und Tom Cruise halt in einem Musikvideo auftreten oder beziehungsweise die Band halt deren Gesichter hat. Manu, du musst mir mal eben ganz kurz helfen. Also wir haben da Tom Cruise, wir haben Biden. Wir haben Tom Cruise, Putin. Biden, wir haben Zelensky, Putin. Wir haben Ping und wir haben Kim Jong-un, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Also, aber da fehlt noch jemand? Ich glaube, das waren sie alle. Nee, das waren sie alle. Also wir haben halt diese fünf Leute und Manu, um das kurz zu machen, wie gefällt dir das Video? ich habe, glaube ich, eine schwierige Beziehung dazu. Ich glaube, also ich finde es mehr gut wie schlecht, auf jeden Fall. Out of Style ist natürlich musikalisch über alle Zweifel erhaben, da müssen wir nicht drüber reden. Ist ein Mega-Track, ist er auch über anderthalb Jahre nach Album-Release immer noch, hat nichts verloren an der Kraft, finde ich, funktioniert noch immer. Und ja, also ich habe ja jetzt schon mitbekommen, dass viele Leute das aufgrund der sehr simpel dargestellten Message von einem sehr komplizierten Thema sehr stark kritisieren. Das kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Das ist auch das, was mir so ein kleines bisschen Geschmäckle gibt, was mir nicht so gut schmeckt daran. Aber alles in allem, ich finde, es ist ein lustiges Video und Limp Bizkit sind ja eigentlich auch noch nie eine politische Band gewesen, die da jetzt mega krass mitgemischt hat. Also zumindest für mich nicht. Und die Message, die bei mir hängen bleibt, ob es jetzt gut umgesetzt ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber die Message, die bei mir hängen bleibt, ist einfach nur, habt euch alle ein bisschen mehr lieb. Und ja, wie siehst du das Video? Ja, also ich sehe es halt wirklich genau 50-50. Wir haben auch heute, also ja, was mich schon mal auch überrascht hat, wir haben ja zum Beispiel in der LB Underground WhatsApp-Gruppe, wo nur, und damit will ich jetzt nicht sagen, die krassesten Fans drin sind, aber aus unserem Kreise mit Forum und aus unserem Kreise so, was also aus der Fankultur, aus der wir kommen, sind da halt so, finde ich, die mitgrößten Fans in Deutschland drin, die von Anfang an mit alles mitgemacht haben, die früher schon in den 90ern in den Foren und so unterwegs waren und so. Und
Damit will ich mir jetzt aber nicht anmaßen, dass das jetzt eben halt da dort die besten Fans oder so sind. Es gibt auch in anderen Communities oder neuen Communities coole Nimbus-Fans und so, aber selbst bei den Leuten, wo auch viele bei sind, inklusive mir, die sonst alles hypen, was von Limp Bizkit kommt, war wirklich keiner so zu 100% dabei, der gesagt hat, oh wow, ich bin baff und oh cool, dass sie das gemacht haben und wow. Sondern es war so, ja okay, es ist irgendwie ganz lustig und ja. Und ja, ich sehe es halt 50-50. Also auf der einen Seite freue ich mich, Limp Bizkit haben was gemacht. Auf der, auf dieser Seite ist eben halt auch, dass natürlich die Band das machen kann, was sie möchte, dass wir auch in dem Sinne kein großes Recht haben, diese Dinge zu kritisieren. Ich finde auch, auch wenn das Video politisch ist, finde ich, steckt keine Gefahrenbotschaft dahinter. Also es wird sich nicht für irgendeinen Schwurbelkram eingesetzt. Es wird auch nicht. Ja, Gott sei Dank, ey. Gott, das war auch meine große Angst, ey. Seit Corona sind ja so viele Musiker und Menschen des öffentlichen Lebens irgendwie komisch abgedriftet, dass man echt Schiss hatte, dass jetzt irgendwie Limp Bizkit vielleicht Gefahr laufen, da irgendwie, aber Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Ja, also sie haben im erweiterten Bandkreis haben sie so ein, zwei Leute drin, die ein bisschen so in so eine Richtung tendieren, aber ich glaube, die Band an sich, auch Wes und so, man, ne, da kennt man ja auch ein bisschen die Einstellung oder das, was man so auf Instagram und so mitbekommt. Ja, da, ja, also mir war eigentlich vorher klar, es wird kein, also es ist jetzt ja vielleicht für manche in Amerika oder so, die prüde sind oder die das aus einer gewissen Perspektive sehen wollen, ist es vielleicht ein Skandalvideo, aber es ist halt ein lustig gemachter kleiner Skandal, der aber ein Skandal ist, weil er darauf angelegt ist, so ein bisschen viral zu gehen. Es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, oh Gott, ja, schon. Ja, es ist jetzt nichts, wo man sagen kann, die Band ist jetzt bösartig oder so, ne? dafür ist es viel zu niedlich und lustig. Womit ich aber einfach ein Problem habe, und das haben wir vorhin auch schon ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe besprochen, deswegen, ja, da habe ich mich dann aber auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich da noch nicht zu viel zu sagen wollte, weil ich das auch einfach jetzt hier in der Folge machen wollte. Das Problem ist halt einfach, es ist jetzt eigentlich genau das eingetreten, worüber gerade wir beide auch in unserem Still Sucks in der Podcast-Folge von dem Album ein bisschen drüber geredet hatten. Und zwar, dass jetzt meiner Meinung nach der endgültige Schritt vollzogen wurde, dass Limp Bizkit eine Meme-Band ist. So, ne? Man muss da halt sehen, Break Stuff war schon immer irgendwo ein Meme-Song, auch Face vielleicht so am Ende. Nookie ist ein Meme-Song. Du hast mit Roland, so, das sind alles so kurz und knackige, lustige Dinger, die bevor es Memes früher, oder damals gab es ja auch schon Memes im Internet, aber bevor sowas irgendwie populär war, hat das so. Das macht halt was bei den Leuten. Ne? Das zündet halt sofort. Das hat eine so eine Zeile, wo du denkst, so, okay, krass, so I did it all for the Nookie oder Break Stuff, so ein bisschen wie die Gewalt. Oder ist halt sehr prägnant. Ne? Genau, das ist halt sehr prägnant. Und diese Kritiker, die das auch früher dann schon nicht ernst nehmen konnten, wenn es Limp Bizkit-Fans gibt, die sagen, ey, für uns ist das die größte Band, die haben, das sind ja auch diese Menschen, die Limp Bizkit immer auf diesem Meme-Level gesehen haben. Die haben immer gesagt, ey, das ist einfach nur so eine Rollin-Band, so, was willst du mit Party-Band halt. Genau, so Party-People, so, ne? So, und jetzt ist es halt so, dass wir sind ja Fans, die diese, wie soll man sagen, ich sag immer, den Boiler-Part von Limp Bizkit lieben. Und für uns ist das halt schwer, wenn die Band genau nur diesen Meme-Faktor bedient. Ne? So, und ja, deswegen. Ja, es ist vielleicht schon ein bisschen, es geht schon sehr stark in diese Richtung in den letzten, also die letzten Veröffentlichungen, die gehen schon stark in die Richtung. Aber ich finde, das Wort Meme-Band finde ich sehr negativ behaftet. Also es ist natürlich auch sehr negativ, wenn man das sagt, denke ich. Aber ich würde es eher so, also für mich, ich nehme das eher so wahr wie, sowas wie zum Beispiel, was die Ärzte immer gemacht haben. So eine Band, die kann sehr seriös sein, die kann aber auch super albern und dumm sein. Aber du würdest nie sagen, die Ärzte sind eine Meme-Band, sondern man sagt so, die sind ironisch, mit einem Augenzwinkern, nehmen sich selber nicht zu ernst, aber nehmen die Musik, die sie spielen, trotzdem schon sehr ernst. So sehe ich Limp Bizkit eigentlich auch. Ja, das hast du sehr gut gesagt, weil wenn man dann jetzt nämlich auf das Musikalische kommt, und das ist jetzt natürlich eine Sache, die für uns nicht neu ist, sondern die wir jetzt schon seit einem Jahr kennen, dann ist Out of Style wirklich einer der besten Tracks seit langer Zeit. Ich glaube auch auf Gold Cobra oder
Oder ganz besonders auch auf Goldkoper. Wenn der Track auf Goldkoper gewesen wäre, dann hätten wir auch gesagt, so, ja, ist einer der besten Tracks auf Goldkoper. So, auf Still Sucks ist es für mich der beste Track. Und ja, und deswegen sehe ich es halt auch mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. So, für mich als jemand, der am liebsten, und wie gesagt, es geht natürlich nicht nach mir, sondern ne, es geht nach der Band und die Band darf ihren kreativen Output selber bestimmen. Für mich aber wäre es am schönsten, wenn alle 2-3 Jahre sowas wie Walking Away oder wie Boiler oder wie It'll Be Okay und so, wenn solche Sachen kommen würden, wenn ernste Musikvideos kommen würden, die in Richtung Boiler gehen oder in Richtung von Linkin Park Breaking the Habit oder irgendwie solche Sachen. Und dass die Band... Ja, sowas hätte ich gerne, ja. Eine gesunde Balance irgendwie so. Genau, ja, dass die... wäre schon geil. Dass die Band sich ernst nimmt, ne? Und nicht nur auf diesem, okay, wir bedienen jetzt weiter so diese Party-People und wenn wir damit keinen Erfolg haben oder wir bedienen weiter so diese Party-Schienen und wenn wir damit keinen Erfolg haben, dann versuchen wir mal mit einem Ding, wo wir glauben, das geht viral oder mit einem kleinen Skandelchen wie einem Britney Spears-Diss oder was weiß ich was, versuchen wir irgendwie so dann uns die Aufmerksamkeit zu holen. Ich würde mir halt wieder wünschen, diesen Schritt zurück zu, ja, zu solchen Songs wie Boiler. Ja, 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 ich bin, also ich habe die Hoffnung ja immer noch, dass dieses Jahr vielleicht doch noch ein großes Album erscheint. Ich meine, es gibt ja Vorzeichen, man will ja vorsichtig sein mit solchen Sachen, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir ein großes Album bekommen, was so ein bisschen alle Bereiche abdeckt, die wir lieben. Also ich gehe natürlich schon, also wollen wir uns nicht belügen, also ich gehe mal schon davon aus, dass es schon mehr dieses witzige Party-People-Zeug sein wird. Das war es ja gefühlt immer ein bisschen präsenter. Mhm. Genau, und es ist ja auch, also es ist auch nicht so, dass ich das ablehne. Aber ich merke halt, wenn es nur in so eine Richtung geht und das dann halt auch so nur auf diesem Level ist, dass mir dann halt einfach was fehlt. So, ne? Und, dann fehlt die Emotionalität dabei halt so ein bisschen auch, weil das Diepe irgendwie, das, wo man auch mal ein bisschen vielleicht nachdenken kann und mal so ein bisschen, das fehlt schon dann, ja. Weil das konnten die auch immer extrem gut. Ja. Ja, und da ist halt, das haben sie auch bei Souls My Berry natürlich riesengroß versucht und das war ja auch nicht unerfolgreich, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, alleine was Behind Blue Eyes für Radio Plays und so hat und für Streaming-Zahlen, das ist halt schon krass so, ne? Ja, aber ja, nichtsdestotrotz, ja, also ich habe mich heute einfach gefreut, dass mal wieder was gekommen ist und gleich als gute News, ich weiß gar nicht, ob du das eben schon gelesen hast, das hatte ich gerade erst so vor einer halben Stunde oder so gepostet auf LB Underground, dass wir haben dieses offizielle Pressekit, Presserelease-Ding da irgendwie zugeschickt bekommen. Und da steht halt auch drin, dass 2023 halt noch sehr, sehr viel mehr von der Band oder also allgemein von Limp Bizkit folgen wird. Das fand ich auch nochmal interessant, weil wie gesagt, es steht im offiziellen Pressetext drin. Ja, gut, das ist ja dann, also offizieller Pressetext ist, das ist ein offizieller Pressetext, ne? Das ist nicht irgendein Fan, der träumt. Nee, genau, das sondern ist dann schon, also ne, das ist dann schon relativ realistisch. Genau, ich habe auch im Austausch gefragt, von wem der Text kam und soweit wie ich das verstanden habe, sind das 4 Leute beim Label, die das so geschrieben haben. Also da scheint schon was dahinter zu stecken. Und unter diesen Gesichtspunkten finde ich das mit dem Video auch, wenn es ein bisschen darauf angelegt ist, ja, halt viral zu gehen. Finde ich es okay, weil dann ist es jetzt so am Anfang des Jahres, das war jetzt ein gutes Thema. Fred Durst war jetzt gerade mit dieser Russland-Thematik ganz besonders auch in Amerika halt negativ in den Medien. Und das war jetzt ein guter Punkt, um humorvoll darauf einzugehen und gleichzeitig wirklich das vielleicht zu schaffen. Das werden jetzt die nächsten 72 Stunden zeigen, ob das Ding viral geht, dass man halt. Ja, ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch. Auch wenn ich es nicht, 100% abfeiere bis in den letzten Winkel, ich hoffe es, ich wünsche es mir. Genau, weil ich denke einfach, dass wenn ein Punkt kommt, wo die Band wieder eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit hat und wo so ein Ding einfach mal viral geht und die Leute checken, so wie wir ja auch sagen, dass Limp Bizkit natürlich trotzdem diese lustige, humorvolle Seite haben, was sie auch vor 2 Jahren da auf dem Festival gezeigt haben, was sie mit Still Sucks gezeigt haben, was sie auch schon in anderen Bereichen gezeigt haben. Dann ist es halt so eine Sache, dann freue ich mich, wenn das gut abgeht, weil wir dann am Endeffekt die Chance erhöhen, dass wir wieder auch dann vielleicht mal ein Album bekommen, wo sowas wie Boiler drauf ist. Ne? Richtig, richtig, ja. Ja. Ich denke, gut, wenn es wirklich offiziell kam, dann kann man ja beruhigt sein.
Ja, denke ich Dann auch. ist das ja wohl wirklich der Plan. Außer Fred schmeißt wieder alles um und findet alles kacke und nimmt mal Vocals neu auf. Dann werden wir es niemals kriegen. Ja. Und was ich vorhin auch noch einmal ganz kurz so gedacht habe, als ich mich darüber so ein bisschen, oder als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, okay, so was wollen die mit dem Video bezwecken? Da habe ich mir auch so gedacht, so, das Ding ist jetzt ja auch, weißt du, wir sitzen jetzt hier, wir sind jetzt irgendwie Mitte 30, so, oder die Fans, die jetzt aus der alten Schule sind, so, die sind jetzt irgendwie Anfang 30, Mitte 30, Ende 30 oder Anfang 40, so, und wir sitzen jetzt hier und bei uns zündet das jetzt vielleicht nicht, aber ich frage mich dann auch so, okay, was passiert jetzt so mit jungen Leuten, für die dieses Thema Russland, Putin und so ja auch groß ist, und wenn die das jetzt bei TikTok irgendwie auf einem Link finden und da draufklicken und dann sehen die, haha, guck mal hier, oh krass, hier ist so ein Musikvideo und das sind alles so hier mit Deepfake-Technologie sind, das ist alles so die Diktaturen und so. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich dann an mein 16-jähriges Ich oder an mein 18- oder 20-jähriges Ich denke, hätte ich es halt auch lustiger gefunden, weißt du? Ja, und es ist auch eigentlich, also so von der Animation, der Technik, die genutzt wird, sieht es halt auch nicht scheiße aus. Es ist okay. Also für das, was es ist wirklich okay, ne? Aber was man natürlich auch sagen muss, mein erster Gedanke war, okay, jetzt hast du dich so gefreut auf neuen Limp Bizkit-Kram. Es gab ja eine winzig kleine Hoffnung vorher auf vielleicht einen neuen Track, den wir nicht kennen. Gut, das war's dann schon mal nicht. Das hat man dann gleich am Thumbnail gesehen. Out of Style, klar, ein geiles Ding, klickst da an. Dann hatte ich aber schon auch so ein bisschen das Gefühl, das Video ist auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen wenig reingesteckt so und maximal versucht, was draus zu machen, so ein bisschen. Ja, gibt nur eine Location, gibt nicht wirklich irgendwie groß Cuts oder so, halt einfach ein super, super simples Video. Ja, es wirkt, wenn man es anguckt, also ich denke mal, also diese Deepfake-Technologie ist auch nicht mehr ultra krass zu machen, ne? Das kann ein Typ mit einem Computerprogramm oder das kann sogar mit einer App gemacht sein, das weiß ich nicht genau, also das geht schon in eine Richtung, da gibt es jetzt ja auch, wenn man so Reddit oder sich so den ganzen Kram anguckt, da gibt es halt wirklich schon mittlerweile krasse Programme, die das gut können, und ja, der Rest des Videos ist halt so ein bisschen, dass man schon denkt, so, okay, es sieht ein bisschen billig aus. Aber ich glaube, das soll einfach. Bisschen schon, ja. Ich glaube einfach nur, dass das jetzt mal so ein Ding ist. Okay, wir wollen jetzt mal, es ist jetzt Anfang des Jahres. Guck mal hier, wir sind jetzt gerade die letzten Wochen so ein bisschen negativ in den Medien behandelt worden wegen Fred Dursts ehemaligen Russlands oder dieser Russlandsnähe. Und dass man dann jetzt mal irgendwie so gesagt hat, ey, weißt du was, wir nehmen das jetzt mal mit. Wir machen jetzt mal ein Video, das passt jetzt auch noch irgendwie ganz gut dazu. Und wir nehmen jetzt einfach mal so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung auf ein kleines Skandelchen mit und haben dann vielleicht wieder 1 Million Spotify-Streamer mehr. Und dann gucken wir mal, dass wir die nächste Single an den Mann bringen. Ne? Und ja, das wird sich herausstellen in den nächsten 72 Stunden, ob das klappt oder nicht. Und ob das Ding viral geht oder nicht. So, und eine spannende Zeit. Ja. Und ich glaube, wenn das Ding nicht viral geht, dann wird Limp Bizkit das auch nicht großartig interessieren, weil, wie gesagt, die haben halt einfach in den 2000er Jahren Rockmusik durchgespielt. Das ist halt einfach so. Ja, klar. Was haben die noch? Also, was soll da noch kommen? Ja, die können keine Ziele mehr haben. Nein, und ansonsten hatte ich das gleiche Gefühl wie du. Ich hatte auch ein bisschen Hoffnung, dass was Neues kommt. Ich habe auch mit Absicht dazu so einen kleinen Post gemacht, der ein bisschen zum Träumen einrät, weil mir war ein bisschen. Ja, ich habe es gelesen, ja. Ja, mir war dieses Festsetzen auf Out of Style gleich am Anfang von allen möglichen Seiten, ging mir ein bisschen schnell, auch wenn es sehr, sehr realistisch war, auch für uns ja, dass, okay, das wird höchstwahrscheinlich Out of Style sein, aber wer weiß, ne? Man kann ja auch dann vielleicht mal irgendwie Glück haben und es kommt mal was Neues. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, und die Enttäuschung ist halt einfach, ich würde mir mal wieder so ein düsteres Video oder einfach was mit Thema Skaten oder irgendwie sowas wünschen, so diese Dinge, die eigentlich für uns früher Limp Bizkit waren. Aber gut. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir bald eine Single, die Don't Remember heißt oder so. Oh, Don't Remember als neue Version. Alter, wer weiß, Junge, wenn die Don't Remember wirklich, die haben die ja neu aufgenommen. Ja. Es gab ja Schnipsel, die haben wir gehört alle. Wenn die da dran geblieben sind und den wirklich auf ein neues Album gepackt haben, was dieses Jahr kommt, dann, Alter, dann
dann scheiße ich mich ein, ey. Ja, das, Don't das Remember, also, ja, ja, wenn Don't Remember rauskommt, dann ist bei mir auch, dann, so, das ist das Einzige, das ist, also, das wäre, also, ich würde jetzt sofort unterschreiben, also, ein neues Album, so auf der Qualität von Still Sucks oder Don't Remember, ich würde sofort, bei Don't Remember würde ich sofort meinen Haken setzen. Auf jeden Fall, Alter. Ja. Dann würde ich heulen, ey, also dann. Apropos heulen. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, wie doll freust du dich auf Freitag? Sehr, Alter, sehr. Wir kriegen neuen Linkin Park-Shit und auch noch aus der Meteora-Zeit, ey, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, ich habe gestern in so einem, ich habe gestern in einem englischsprachigen Forum gelesen, irgendwie, wo die Leute sich irgendwie gesagt haben, das klingt voll scheiße, bla. Eigentlich genau dieser gleiche Scheiß, der schon immer zu Lebzeiten von Chester gemacht wurde unter jedem neuen Song. What the so. Fuck? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das genau das Gegenteil. Ich habe das gehört, das hört sich so 100% nach Meteora an, und ja, ich hatte schon bei diesem kleinen Schnipsel so eine Gänsehaut. Ich bin mir sicher, dass das so gut ist. Alter, das fühlt sich an wie nach Hause kommen. Ja. Nur diesen kleinen Schnipsel zu hören, Alter, das wird richtig geil, das Ding. Auch wenn mir natürlich sowas wie Faint oder so ein Heavy Track lieber gewesen wäre, klar, aber her damit, Mann. Ich will das hören. Ist mir scheißegal. Ja, ich ob bin heavy auch oder sanft, ich nehme alles. Ja, ich, also mein New Metal Kit in mir ist für diese Woche einfach, trotz dessen, dass das jetzt nur in Anführungsstrichen out of style war, ist echt dankbar, weil wir kriegen Freitag einen Linkin Park Song, wir haben heute ein neues Limp Bizkit Video bekommen, wo wir zumindest als Fans die Chance haben, dass das irgendwie ja viral geht oder ein bisschen größere Kreise mit sich zieht, wo dann wieder die Aufmerksamkeit auf die Band geht, wo die Band dann vielleicht wieder sagt, komm, wir machen was so. Oder wir nutzen jetzt die Gelegenheit und hauen jetzt wirklich mal noch ein Album raus. Wir haben genug Songs auf Halte. Und ja, deswegen nehme ich aus dem heutigen Video einfach so ein bisschen Hoffnung, sage ich mal, mit. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, es hat Potenzial. Und wir gucken wir mal, was passiert. Es gab ja auch mal irgendwie so eine dreiköpfige Metalband, die hatten sich so Gummimasken angezogen. Auch von irgendwelchen Diktatoren. Ich glaube auch Kim Jong-un war dabei, Trump oder irgendwie sowas. Die Musik war nicht so ganz geil, aber es ging trotzdem für einen kurzen Moment in der Metal-Gemeinde, haben die wirklich krass Klicks kassiert. Es hat wirklich so einen viralen Hype gehabt. Einfach nur wegen diesen Masken. Hm. Deshalb, hallo, wir reden über Limp Bizkit, ne? Das ist nicht irgendjemand, das ist schon eine Band halt, ne? Die haben einen Namen. Ja, es wird schon was kommen. Also ich denke mal, sie haben eine reelle Chance, dass das auch auf so News-Seiten, die jetzt sonst aktuell nicht mehr unbedingt über Limp Bizkit berichten würden, zum Beispiel auch wirklich Seiten, die gar nicht unbedingt nur was mit Musik zu tun haben, dass sie mit dem Video dort landen könnten, so in Artikeln, ne? So mit hier, amerikanische Band macht nach Russland-Kritik irgendwie ein Video, wo Vladimir Putin ist. Ja, das kann natürlich, groß werden. Ja. Oh Gott, ja, da hast du was gesagt. Ey. Da bin ich auch mal wieder gespannt. Dann kommen wieder diese ganzen Metal-Magazine und Kram und die schreiben dann über Limp Bizkit und dann kommen diese ganzen dickbäuchigen Lederjacken-Metal-Fans aus den Löchern. Limp Bizkit ist kein echter Metal. Warum schreibt ihr über Limp Bizkit? Ja, da freue ich mich schon wieder drauf. Das wird wieder toll. Ja, ich kann über sowas mittlerweile auch nur nachlachen. Oh, manchmal juckt es mich in den Fingern, gell, aber es bringt ja nichts, da Kommentarkrieg auf Facebook anzufangen. Das macht keinen Sinn. Ja. Das lassen wir mal. Ja, es ist halt auch einfach cringe. So, ne? So, wenn man. Ja, die sind so peinlich, die Leute. Die warten einfach nur drauf, bis irgendein Metal-Magazin was über eine New Metal-Band schreibt, damit sie aus ihren Löchern kommen können. Ja. Apropos cringe, ja, ne? Mir ist aber heute auch eine cringige Situation passiert. Und zwar, ich habe das Musikvideo zuerst nur auf einem Handy angeguckt, weil ich gerade nicht jetzt an meinem Rechner und sowas war. Und ich habe mir so. Also ich habe das halt so geguckt und ich habe nebenbei noch ein bisschen was fertig gemacht, weil ich noch irgendwie Pakete zur Post bringen musste, bla bla. Ich habe so, irgendwann wusste ich ja, okay, ist out of style. Ich habe es dann aber halt trotzdem halt, wie gesagt, ne, so gut verfolgt auf dem Handy. Und ich dachte trotzdem im ersten Moment so, okay, Fred Durst war ja mal eine ganz, ganz kurze Zeit lang so ein bisschen dicke mit Tom Cruise, hat ja auch selber mal so ein relativ langes Interview geführt, wo er Tom Cruise interviewt hat und so. Und ich habe mir gedacht so, okay, konnten die den vielleicht irgendwie begeistern, dass er sich da einfach an so einen Barbecue-Grill stellt und ist das vielleicht wirklich? Und dann habe ich aber an den Haaren und so gesehen, nee, okay, das ist Gabe, also hier dieser, der der Band immer hilft und so, ne? Und
Dann habe ich so, aber es war wirklich so eine Minute lang so, okay, ist das der echte Tom Cruise? Weil ich finde, der Deepfake von Tom Cruise ist wirklich gut gemacht, aber dann ist mir auch so eingefallen, okay, ich bin ja so Top Gun Maverick, fand ich letztes Jahr richtig geil. Dann ist mir eingefallen, nee, Tom Cruise sieht ja mittlerweile auch ganz anders aus, der hat nicht mehr diese Mission Impossible 2 Haare. Und ja, aber eine Minute hatte ich diese Illusion, oh Gott, ne, so. Also, aber ich find's lustig, dass du das sagst, weil ich dachte auch, es ist der echte Tom Cruise. Ja, nee, das, also, aber du dachtest das nicht bis jetzt, oder? Nein, nein, so. Ich hatte auch so in den ersten paar Shots habe ich gedacht, was, steht der, ist es Tom Cruise? Nein. Ja. Nein, Moment, dann so beim dritten, vierten Mal sehen habe ich dann gecheckt, ah, okay. Ja, ich warte auf den YouTube-Kommentar, wo irgendjemand ernst darunter schreibt, so weißt du, wie diese Leute, die dann so diese Postillon-Sachen glauben, so dass irgendjemand darunter schreibt, so, oh krass, so wie haben die das denn geschafft, die Leute alle für ein Musikvideo zu gewinnen und so, aber nein, das wird hoffentlich. Also ganz ehrlich, also wenn irgendjemand denkt, dass diese Menschen wirklich in dieser Garage zusammen Out of Style performt haben, ja, der soll sich bitte bei mir melden. Ja. Der soll sich bitte bei mir melden. Ja, das ich muss mit dem reden. Ja, das wäre fantastisch. So, Manu, damit diese Frage nicht gleich, weil ich glaube, wir sind, also ich, hast du noch irgendwas dazu zu sagen oder ich glaube, wir sind fertig, oder? Nee, soweit nicht. Das Out of Style Main Riff ist immer noch unfassbar geil, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, finde ich auch. Wer da nicht den Kopf nickt oder nicht dazu abgeht, der hält, bei dem stimmt irgendwas nicht. Sorry. Ja, aber das ist zum Beispiel auch, das ist auch so eine Sache, ne? Das finde ich jetzt auch irgendwie kacke, dass es so ein geiler Song ist und jetzt haben wir ein Video, was zwar darauf angelegt ist, viral zu gehen, aber was irgendwie ein bisschen billig aussieht und jetzt hast du, jetzt werde ich für immer in meinem Limp Bizkit-Herzen diesen geilen Song mit diesem doch eher ein bisschen billigen Video verbinden. Ich wünschte, das wäre auch irgendwie ein bisschen anders. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Gut, ich habe das Video bis jetzt nur zweimal gesehen. Wenn ich es niedrig dosiere und nicht öfter gucke, dann bleibt vielleicht die Erinnerung an den Morgen, an dem ich mit einer Tasse Kaffee das erste Mal Still Sucks gehört habe und Out of Style das erste Mal kam. Ja. Und ich muss an dieser Erinnerung festhalten. Ja, wo wir beide Tränen in den Augen hatten, das war echt cool. Ich sag's dir, ja, Mann. Also jeder, ich werde hier von allen belächelt dafür, aber es ist wirklich so. Ja. Ja, es war. Wenn Don't Remember kommt, dann heul ich. Das war wirklich wie original diese Szene in Interstellar, wo der Typ dann irgendwie so Kontakt zu seiner Tochter hat und dann so weint und lacht. Und bei mir war das so, ich habe geweint und gleichzeitig kam so dieses Chiggy-Check und dann musste ich auch noch so lachen und das war, ja, es war ein ganz, ganz toller Moment. Genau so, Mann. Okay. Genau so, ey. Manu, darauf wollte ich jetzt nämlich eigentlich hinaus. Bevor wir jetzt das hier beenden, es ist jetzt eigentlich gemein, dich das hier so öffentlich zu fragen, aber die Leute werden es bestimmt irgendwie uns schicken, schreiben. Ich habe heute eh schon wieder viel zu viele Nachrichten bekommen, weil mich alle gefragt haben, ja, wann kommt das Video? Und ich immer nur sagen konnte, ja, kann ich auch nicht sagen, weiß ich nicht. Aber die Leute fragen trotzdem immer wieder, wann kommt unser Podcast? Echt? Ja. Ja. Also in einer WhatsApp-Gruppe ist es schlimm, dann auch hier liebe Grüße an Jenny und so, da ist das auch immer krass, die fragen auch immer, Mensch, wann geht's denn weiter, ich habe das immer auf dem Weg zur Arbeit gehört und so und das ist genau mein Thema, mach ja mal bitte weiter. Ja, du bist gerade im Häuserbau, ne? Ja, wir ziehen am 1. März in ein Haus, ja. Also ich denke, wenn der Einzug dann gelaufen ist, dann sich alles ein bisschen gesetzt hat, sich ein bisschen eingespielt hat, dann sollte das kein Problem sein, dass man da auch mal wieder regelmäßig was macht. Ich meine, wir müssen ja nicht immer so Mammutfolgen wie jetzt die Kornfolge machen und da irgendwie 3,5 Stunden labern. Ja, lieber krass. Wir können es ja auch einfach ein bisschen, also einfach so 3-4 Bullet Points haben, die wir abarbeiten, dass wir so, ja, sagen wir so gute 40 Minuten, so eine Folge 40, 45 Minuten. Ja, denke ich auch. Kann man da auch den Leuten regelmäßiger was bieten, glaube ich. Ja, denke ich auch. Und dann hat das bestimmt auch nochmal vielleicht eine höhere Qualität, wenn man nicht 3 Stunden weiß, oh Gott, wir arbeiten ja eine Diskografie runter und so, ja. Nein, also ich würde auch sagen, wir machen das ganz locker. Momentan passiert ja New Metal-mäßig auch jetzt nicht so viel. Das wäre dann ja sonst auch wieder so ein bisschen so eine Legacy-Behandlung, dass man über alte Sachen und so redet, was mir aber auch sehr, sehr viel Spaß macht. Oder vielleicht mir macht es sogar mehr Spaß, aber ich finde es auch trotzdem immer cool, wenn man so ein bisschen neue Punkte hat, wo man dran angeln kann. Ja. Ja gut, ganz aktuell, wenn man so immer noch am New Metal dran ist, kommt, ich weiß jetzt nicht, ob es schon rausgekommen ist, aber Dropout Kings, kommt das Album Riot Music raus. Da gibt es jetzt schon eine Vorab-Single, die ziemlich nice ist. Das letzte Album von Tala, was rauskam, The Generation of Danger, ziemlich geil gewesen.
I Prevail, das letzte Album, True Power. Mhm. Das sind alles so etwas neuere, also das ist der New Metal quasi. Also es ist nicht mehr der Oldschool New Metal Vibe. Es ist schon was anderes, aber es atmet so den gleichen Spirit, wenn man da noch Bock hat. Tja, und deswegen bist du der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Ja? Ich bin immer auf der Suche. Ich bin ein Jäger und Sammler. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe auch, ihr habt euch auch gleich alle hier Still Sucks, jetzt wo es das Ding auf CD gibt, hoffentlich auch gleich bestellt. Ne? Ja, ich musste es mir bestellen lassen, weil ich bin ja gegen Kreditkarten und gegen Kredite und sowas. Und ich mag sowas gar nicht. Also ich weiß natürlich, dass wenn man jetzt eine Kreditkarte hat, dass man jetzt nicht auf Pump kauft, sondern dass man dann auch das alles anders machen kann und so. Aber ich mag das, ja, weiß ich nicht, ich mag das einfach nicht. Du möchtest die Versuchung nicht haben? Nee, also Versuchung wäre für mich keine Gefahr, weil ich wüsste, ich würde das, also ich würde da jetzt nicht in irgendwas reingeraten oder so. Aber ich mag dieses Prinzip einfach nicht. Ich mag so Kreditkarten, lehne ich irgendwie ab. Das Prinzip ist auch shady. Ja, so das Prinzip ist einfach kacke. Und deswegen, und das wollte ich eh noch mal ganz kurz sagen, liebe Grüße an Wheelie, der mir heute gleich mit Kreditkarte ein paar CDs bestellt hat. Sehr nice. Ja, und auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an unsere LB Underground WhatsApp-Gruppe. Das ist immer schön, gerade an so Release-Tagen, dass man da sofort so viele Meinungen von Leuten liest, die man teilweise schon seit irgendwie den ersten 2001, 2002er Jahren irgendwie kennt. Und und auch Manu, danke an dich, dass du heute trotz Krankheit mal eben gesagt hast, komm, wir reißen das mal eben und schnacken mal kurz. Ja. Yes, yes, na klar, gerne. Und deswegen mache ich es jetzt auch ganz kurz, wie immer, ich gebe dir das letzte Wort. Jo, dann vielen Dank erstmal, Sönke, vielen Dank an jeden, der hier bei uns ist wieder und hoffentlich auch weiterhin bei uns bleibt dann, falls es hier dann demnächst, was heißt falls? Fredders würde sagen coming soon, also dass es bald weitergeht. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unseren Einschätzungen, Meinungen zu Out of Style und dem neuen Linkin Park Kram. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Adios, macht's gut. Ciao, ciao.